Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play. Wohl mit dem größten Intelligenzbolzenspiel, was ich je gespielt habe. Yay! Oh Leute. Ich war so kurz davor, dieses Let's Play eigentlich mal abzubrechen. Weil es mir riesig Spaß macht und ich wollte mir den Spaß noch ein bisschen aufteilen. Aber aus zwei Gründen habe ich das nicht gemacht. Zum einen, ich hasse es, Spiele bei mir zu haben, die ich nie gespielt habe. Da habe ich zwei Stück von hier schon liegen. Also die Kampagne nicht gespielt habe. Und vor allem, weil ich Gamescore-Punkten geil bin. Von daher werde ich das jetzt durchspielen. Ich werde eigentlich also versuchen, zurückzuhalten und nicht mehr allzu unlogisch alles zu finden, sondern einfach mal alles hinnehmen und mein Gehirn komplett auszuschalten. Ich habe gerade knapp 30 Minuten an meinem Aufnahmeprogramm hier gesessen, weil es die ganze Zeit nur scheiß Stimme aufnehmen wollte. Aber es hat sich jetzt geregelt, die Stimme wird jetzt schön aufgenommen, alles pipapo. Ansonsten verprügle ich das Ding gleich. Ach ja, wir haben übrigens jetzt 23 Uhr. Kampagne. Diese Festplatte. Spiel fortsetzen. Ja. Im Übrigen, ich guck mir das gerade zum vierten Mal an jetzt. NORAD konnte bestätigen, die in Yucatan gestartete Rakete hat die USA nicht getroffen. Aber was denn dann? Ganz genau das sollt ihr Jungs herausfinden. Der Präsident hat Operation Uhrwerk autorisiert. Ein Angriff auf eine Föderationsanlage in den Anden könnte die Antwort geben. Ihr werdet die Anlage infiltrieren und alle Infos über ihr Raketenprogramm holen. Was ist mit unserem alten Freund Rock? Er wird uns nicht in Ruhe lassen. Rocks Zeit wird kommen. Aber jetzt hat Uhrwerk Priorität. Yo, Uhrwerk. Geht uns ordentlich auf den Zeiger, aber vermute ich mal. 22:35. Fast sogar. 23 Uhr jetzt. Haben wir jetzt eine coole Maske auf? Oh, eine Sniper am Start. Wir haben feindliche Uniformen und sind unterwegs zum Sicherheitskontrollpunkt. Wir erreichen den Kontrollpunkt und gehen in Position für die Patrouille. Hey! Ich habe ja gerade gesagt, ich will aufhören, irgendwas Unlogisches jetzt zu betrachten. Und aber das geht gerade nicht anders. Guckt euch den Mond an. Guckt euch jetzt den Mond an. Guckt euch den Mond an. Guckt euch jetzt den Mond an. Guckt euch den Mond an. Guckt ihn jetzt an. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, was ich jetzt hier gerade ein bisschen unlogisch wieder finde. Aber gut, sei es dem so. Die Leute hatten halt nicht so viel Zeit, den Mond genauer zu zeichnen oder sonst irgendwas genauer zu animieren. Daher wird er kleiner, indem man durch das Visier hier guckt. Ist logisch, auf jeden Fall. Wir gehen zu unseren Leuten. Moin! Kontrollpunkt voraus. 10 Minuten, um ein Transportmittel zu finden und in Blackbird zu sein, bevor wir den Strom abschalten. Hi! Verstanden. Da ist es. Nicht schießen. Whee! Whee! Nein, ich mach mich nicht. Ich ärgere mich nicht darüber. Ich mach mich darüber lustig. Ich find's lustig. Ich find's toll. Ich zähle 8. Ich erinnere mich gerade an Black Ops 1, ne? Auf dem Turm sind es 9. Schalte den zuerst aus. Turm, rechte Seite. Turm, rechte Seite. Den da. Er ist erledigt. Boom. Da sind 3 im Kommandoturm, links. Links? Schalten wir sie gemeinsam aus. Keegan rechts, ich links. Logan, du die Mitte. Ich bin Logan, ne? 3 weniger. Den Rest ausschalten. Jeder nimmt ein Ziel. Los. Hier oben noch einen rumgammeln. Gut gemacht. Ja, ihr macht das schon. Endlich sind sie ja mal selber zunutze. Achso, er ist schon weiter vorausgelaufen. Logan, linke
Seite. Kiegen decken und schafft die Leiche weg. Die sieht man von hier. Hash, hinter mich und Deckung geben. Kick, Redbird ist sicher. Wo ist die Patrouille? Achso, ich muss hier hin. Hat den äußeren Bereich passiert, unterwegs zu euch. Genau nach Plan. Komm her, Buddy. Patrouille kommt. Showtime. Hoffentlich klappt das mit den Uniformen. Lass den BTR durch. Algo que informar? Nada. Paseo autorizado. ¿Dónde está Luis? Creía que... Raus mit ihnen und dann rein. Uns bleiben 30. Whatever. Tasche. Alle rein. Los jetzt. Sind drinnen. Schnallt euch an. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ah, nein. Seid nach dem Blackout möglichst wenig Feuer. Hey, oh, let's go. See on to the body. Kids randy dandy do. Haben Fahrzeug gesichert, können zu Blackout vorrücken. Schaltung in knapp einer Minute. Bereit machen für Einstieg und Bergung der Daten. Morgen. Die Black Pearl. Keegan, Merrick, Hash. Legt euch mal da vorne. Map, map. Achso, wir müssen ja aussteigen. Moin, Digga. Ich schaff's nicht! Schaff's nicht! Schaff's nicht! Oh, das war knapp, Digga! Vielleicht das komplette Spiel von vorne anfangen müssen. Nachtsicht bereit machen. Huch! Räumen wir auf. Raum sicher. Alter, die haben nicht viel Zeit. Hash, bring die Wand an! Die Wand an der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Sieh dir mal die Wanze an, wie die Wanze tanzt. Sobald der Strom angeht, hören und sehen wir mit. Starte statisches Testmast. Und Signal bestätigt. Klappt! Zwing dein Ding mit dem Schokoring. Los, bewegt euch mal. Von wieso ballert denn der jetzt sofort auf uns? Okay, sind wir uns wohl sicher. Tor jetzt vorbereiten. Bestätige 30 Sekunden, bis der Strom wieder da ist. Hydraulikdichtung muss weg. Mach es, Junge. Hier bohren. Er hat Sicherheitsmechanismen. Bohr nicht zu tief. Okay. Gut, die erste ist erledigt. Platziere da. Nummer 2. 20 Sekunden. Achso, hier muss ich hin. Da ist es, Logan. Hydraulikdichtungen sind weg. Boah, das war knapp, ne? Zurück, zurück. Ich kann nicht weiter zurück. Feuerwerk! Hey, frohes Neues! Oh. Ich hatte den Bohrer gar nicht mehr. Springen! Boom! Die Vordertür ist auf! Zeit zum Nest! 4 Minuten! Schießen die auf uns? Warum schießt ihr auf die? Die Überwachung steht, ich klinke euch ein. Forster sind jede Menge in deiner Richtung. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Die rotzen auch mal weg. Nur mal in Deckung. Haben wir die Sniper noch am Schlüssel? Haben wir noch. Boom, Baby! Der beste Scharfschütze der Welt! Viel Aktivität in der nächsten Abzweigung! Hier ist Ruhe!
Was denn nun? Müssen wir jetzt hier weiter oder nicht? Scheint jedenfalls keiner mehr zu sein. Ich gehe jetzt mal weiter. Ist ja gut, er lag schon auf dem Boden. Ah! Was meine geschossen, Scheiße! Super! Hat gar nichts gebracht! Stirbt, ihr Schweine! Hoppala! Da waren Zivilisten! Die sind genau zu den Feinden! Mir ist doch scheiße. Vor der Tür ist auf! Zeit zum Nest! 4 Minuten! Feuer frei! Die Überwachung steht, ich klinke euch ein. Vor der Tür in eurer Richtung. Du siehst mich gar nicht! Ist jetzt noch da hinten? Oh! Schön! Denk dran, keine Zivilisten. Oh, fick dich! Kann ich doch nicht sehen, ob das ein Zivi ist oder nicht. Ja, komm. Bam. Sollen wir mal ganz schnell mal jetzt hier. Alter! Töte doch mal diese blöden Fixer hier! Und lasst mich doch mal in Ruhe! Ah. Rutsch. Oh, juckt. Ja, save mich doch mal! Den Typen könnt ihr treffen! Gut, mal einer rennt rein. Ich bin ein Übersoldat. Bewegung! Kein Problem! Hab ich gern gemacht. Oh, warte mal, hab ich hier? Och man, ich denke jedes Mal, das ist eine AN-94. Achso, die Lieblingswaffe von Battlefield! Bad Company 2. Wechsel zum Südkorridor. Ziele nähern sich eurer Position. Verlasse den Baum. Nehme den Steg zum Nest. Ich sehe minimale Aktivität auf der Straße. Ihr seid jetzt weg vom Radar. Naja, so tief hätte er ja nicht. Leute, wir können so tun, als wenn wir dazugehören würden. Halt! Oh, el Capitán González. Wir werden ja hier aquí. Es geht los! Wir hätten einfach so tun können, als wenn wir dazugehören. Schnell, bevor die ganze